Der Fußball in Riesa war für mich in der Zeit zwischen 1975 und 2000 die schönste Nebensache in meinem beruflichen Dasein. Es hat mir unwahrscheinlich viel gegeben, Siege mitzufeiern, aber auch Niederlagen ertragen zu müssen. Es hat mich mit vielen Menschen näher zusammenrücken lassen und hat damit auch meine Bodenständigkeit wesentlich mit beeinflusst. Ich war immer stolz, Riesa zu sein, und über den Fußball habe ich mich also auch als Riesa weitgehend identifiziert. Ja, Fußball in Riesa ist für mich eigentlich ein Stück Lebenswerk. Es ist in meinem Leben eigentlich ganz stark geprägt vom Fußball. Und vor allen Dingen, es hat mich menschlich unheimlich weitergebracht. Man hat ganz andere Beziehungen menschlich in guten und in schlechten Zeiten kennengelernt. Man hat die Menschen besser charakterisieren können. Und vor allen Dingen, man konnte abwägen, wer ist ein Freund und wer ist kein Freund. Ja, Fußball in Riesa war für mich ein Höhepunkt in meinem Leben. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und nicht nur mir, ich glaube, ich konnte auch anderen Leuten Spaß bereiten. Und ich sehe das noch in den Zuschauermassen. Ich bedauere, dass das heute anders ist. Der Fußball für mich in Riesa hat mir viele Möglichkeiten geebnet, sage ich mal, in der Entwicklung. Ich hätte sicherlich eine ganz andere Entwicklung genommen, wenn ich damals nicht den Weg gemacht hätte nach Riesa. Der Fußball war für mich in Riesa das halbe Leben. Mehr gibt es da nicht, dass Sie das sagen. Fußball in Riesa war für mich eigentlich zu der Zeit eine Ehre, hier spielen zu dürfen. Kann ich so sagen, wie es ist. Und da kam mir die Idee, dass ich so kleine Filme drehe, wobei Filme drehen vielleicht jetzt doch ein bisschen hochgestapelt ist, dass ich da also Aufnahmen aufzeichne und dass man die dann die Woche später oder zu gegebenem Anlass dann präsentiert. Und ja, und das haben wir ein paar Mal so durchgeführt, und dann habe ich eben Streifen an Streifen aneinander geklebt, sodass eine ganze Menge Material zusammengekommen ist. Also das ist schon immer wieder beeindruckend gewesen. Wir hatten ja streckenweise zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauern. Und da kriegt man natürlich erstmal so ein bisschen Gänsehaut. Und es war ja lange Zeit so, dass die Mannschaften sich oben auf dem Bürgergarten aufgewärmt haben, sodass man also gerade dieses Phänomen, dass man aus dem Tunnel hochkommt, dann wirklich unmittelbar vor dem Anpfiff erlebt hat. Und wenn man dann so mit seinem Köfferchen da auf die Bank geschritten ist und man guckte so ins Weite rund, da war ich mindestens genauso beeindruckt wie die Spieler, bloß dass meine Verantwortung natürlich nicht so vordergründig war, wie die dann hinter den Ball herrennen mussten. Da geht es schon kalt in den Rücken runter. Bei gutem Wetter hat die Junioren-Oberliga-Mannschaft immer das Vorspiel gemacht. Und da musste man notgedrungen dann auch bei schönem Wetter oben, Hartplatz, hat immer schön gestiebt. War ja irgendwie zur schmalen Schlacke oder was sie da oben drauf gefahren hatten immer. Ja, musste man da hoch. Und da musste man die Treppe runter und dann durch Spalier schon durch.
Und das war immer sehr eng und sehr verbunden mit den Zuschauern eigentlich. Es war keine große Trennung da. Später gab es ja dann diesen Tunnel, wo wir da unten durchgegangen sind. Aber die erste Zeit musste man richtig durch die Zuschauer durch. Aber das ging aus sicherheitstechnischen Dingen dann sicherlich später nicht mehr. Aber so wie der Anpfiff da ist, dann ist das weg. Da konzentrierst du dich auf den Ball und auf deinen Gegenspieler. Und da merkst du das ringsherum eigentlich gar nicht. Wenn wir von über Elbe kamen und uns dem Stadion der Elbbrücke näherten, dort standen schon so viele Autos. Und dort spätestens begann dann das Kribbeln. Dann sind wir, wie gesagt, in unsere Kabine. Damals war ja das noch so eine Baracke. Und wir hatten Gitter vor den Fenstern, haben immer rausgeschaut, wenn es ein Vorspiel gab. Also Junioren-Oberliga oder wie das sich nannte. So, und da hat man sich schon mal ein bisschen informiert und schon nachgeschaut. Und ich muss eindeutig sagen, wenn ich dann auf den Platz gelaufen bin, hatte ich bei jedem Spiel unheimlich Lampenfieber. Aber ich muss auch sagen, das ist, wenn man das nicht hat, dann kann auch keine Leistung zustande kommen. Dieses Startfieber muss sein, aber so wie der Anpfiff vom Schiedsrichter kam und der Ball lief, war das vergessen. Und ich glaube, dann konnte ich auch gute Leistung bringen. Und das gehört eigentlich auch zum Sportler dazu, das abzulegen, sondern als Motivation, als Leistungsantrieb zu sehen und auch zu nutzen. Da war schon Euphorie in der Stadt, schon alleine, wenn du mit dem Bus von Elsterwerda eingefahren bist hier und die ganzen Straßen waren so voll, dass du mit dem Bus kaum durchgekommen bist. In so einer kleinen Kreisstadt wie Riesa waren teilweise 14.000 im Stadion, das war schon beeindruckend. Da ging es schon, da wurden schon die Knie weich teilweise, wenn man auf dem Platz auflief. Und dann nach den ersten 10 Minuten war es vorbei. Dass dann, wenn die kurz nochmal in die Kabine, die Kleidung an und raus. Der Effekt, dass das Stadion voll war und die Massen schon mit Beifall da. Ich meine, wir hatten ja im Schnitt, wie ich mal so sagen, 7.000 Zuschauer, bei großen Spielen 10. Und es wurde dann allerdings, hinter der 18 Jahre wurde das weniger. Aber das war schon eine Euphorie, wenn man dort reinkam. Ne? Das Ding war voll gerappelt bei großen Spielen. So gesehen hat man also nur immer ans Fußball gedacht, und was ist morgen, und wo geht es da hin und wo spielen wir und was kommt auf uns zu. Trainingslager kam dazu, jedes Jahr zweimal, 14 Tage. Dann Urlaub, ja gut, im Sommer. Und sonst freitags früh verabschiedet man sich zu Hause und sonntags in der Nacht kam man wieder. Nein, sonntags in der Nacht. Oder wenn man übernachtet, haben wir eigentlich nur ein Rostock, sonst sind wir immer nach Hause gefahren. Und manchmal durch Nebel, durch was weiß ich, was alles war. Autoreparaturen, Busreparaturen habe ich erlebt in der Zeit. Sagenhaft. Da flog ja gleich mal die Bleistange hinten aus, weil da hin wollte auch der Busfahrer. So, die haben wir zweimal auf der Autobahn wiedergefunden. Weil er dort mit seinem Fleischerbus später ein bisschen schneller gefahren war, als wie wahrscheinlich der Bus vertrug. Also wir haben schon Dinge erlebt, da kann man schon erzählen. Ich fand es so richtig, dass man, wenn man so lange Reisen damals hatte, einen Tag eher fährt, man kriegt einen gewissen Abstand und ein bisschen Ruhe und kann sich ja doch besser auf das Spiel vorbereiten. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und wir haben ja da viele Quartiere in Anführungsstrichen kennengelernt, wo, naja gut, wo das eigentlich dem Niveau der Riesa Rechnung getragen hat. Ja. Also am Freitag, wenn man losfuhr, war die Stimmung eigentlich noch sehr locker. Und gerade auf dem Weg nach Neubrandenburg, das sieht man ja auch in diesem kleinen Film, sind wir dann in so einer Datsche in MacPom da abgestiegen. Und da sieht man ja noch, dass da Federball gespielt wird und dass sich die Leute doch sehr locker da darauf vorbereiten. Und es gab ja zu der Zeit auch einen richtigen tollen Skat-Club, also Bernd Runge und Lippe und Blasek, die waren also unentwegt am Skat spielen. Die haben sich dann also doch ziemlich locker darauf vorbereitet. Hotels gab es ja eigentlich noch nicht so viele. Und da haben sie immer versucht, in irgendwelchen Ferienheimen oder irgendwo unterzukommen. Computerspiele oder Videos oder sowas gab es ja noch nicht. Da hat man sich so nebenbei ein bisschen beschäftigt. Die Zeit musste auch irgendwo rumgehen.
Herr Lippmann putzt seine Schuhe. Bei anderen wurden die Schuhe zu Hause geputzt, wie bei mir. Also bei mir waren sie geputzt, wenn ich losgefahren bin. Ja, das war so ein Vorbereitungslager in einem Ferienheim mitten im Wald irgendwo in der bei Neubrandenburg. Keiner wusste, wie der Ort heißt oder wie, das wussten wir alles nicht, aber das war egal. Wir sind ja vor den Spielen fast immer eingezogen worden, ob das nur gut oder schlecht ist. Manche sagen, naja, der eine trinkt, der eine, naja, mit Frauen oder irgendwas. Ob man das heute noch so sieht, das ist eine ganz andere Sache. Aber eins steht natürlich fest, eine Vorbereitung in einem Trainingscamp ist natürlich viel günstiger als wie in der Familie zu Hause. Wenn ich noch Kinder habe und so weiter, muss ich mich einfach darum kümmern und muss da dies und jenes machen oder kann ich schlafen und so weiter. Und das war schon günstiger. Und der richtige Ernst, die Konzentration, das merkte ich dann immer, die begann dann so, wenn wir gegen 12 Uhr das Mittagessen bereitgestellt haben, da musste ich auch immer dafür sorgen, dass das entsprechend kohlenhydratreich war, was nicht allen Spielern geschmeckt hat. Aber dort war die Nervosität schon so, die Angespanntheit, dass also der ein oder andere Spieler überhaupt nichts runterbekommen hat. Und auch mein Werben ist doch was, du brauchst die Körner für 90 Minuten, hat bei manchem nicht mehr gewirkt, weil eben die Anspannung so groß war. Und ich glaube, die Spieler haben damals Verantwortung geschultert für den gesamten Verein. Das war sehr beeindruckend. Die ersten Jahre, da haben Fans viel auf sich genommen. Da sind ja welche sogar zum Aufstiegsspiel von Riesa nach Leipzig gelaufen. So, also sicher Fans kannte ich. Da gab es einen Schuster bei uns, der, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch lebt jetzt, der ist zu jedem Aufstiegsspiel gelaufen. Die sind Tage vorher losgelaufen, dann waren die in Leipzig zum Aufstiegsspiel. Also sicher Verrückte waren das. Ja, eigentlich das Verhältnis war gut zwischen uns, da gab es keinen Stress. Das Verhältnis war mal schlecht im Rieser Stahlwerk. Da können die Angreifer in Riesa, wir können da Lieder davon singen. Wenn du gut warst, war alles okay. Und wenn du schlecht warst, wurdest du von der Tribüne aus ausgewechselt. Da wurden dir die Helme gereicht. Du solltest doch besser auf Arbeit kommen. Also gab es die Sprüche, aber wer das nicht aushalten konnte, der brauchte nicht zu spielen bei uns. Das war, ist so. Also das war eigentlich ein Motivationsschub, muss ich mal so sagen. Und es war wirklich damals noch in Riesa so, das war der 13. Mann, wie man so immer so sagt. Oder ich sage, das war eben die, ich sage mal Kulisse, die wir brauchten, um überhaupt an die Clubs ranzukommen. Ja. Und ich werde das auch nie vergessen, wir hatten mal ein Spiel vor knapp 2000 Zuschauern, da war ein Hundewetter gegen Jena. Da hat es geregnet, das war kaum ein bespielbarer Platz. Jena damals hier in großer Kuppstimmung, wo sie noch klar im Nationalspieler gespickt und alles. Und klarer Favorit und ging dann auch gleich 1-0 durch einen Fehler von Wolfgang Scharf in Führung 1-0. Und wir hatten am Ende aber 2-1 gewonnen. Was dort von der Unterstützung von den Zuschauern damals da war, also die dort da waren, das waren die Treuen der Treuen. Und die werden auch den Augenblick dort nie vergessen. Das war Wahnsinn. Wie die uns dort vorgeputscht haben. Wir waren die letzte Viertelstunde nicht bloß klinisch tot, stehen, K.O., alles, was es sagt. Aber dort hat uns wirklich das Publikum geholfen, das zu überwinden, sich nochmal aufzuputschen. Und das sind wir denen schuldig. Und das hat unheimlich geholfen. Gegen BFC Dynamo zwar 1-0 verloren. Aber wir sind nach dem Spiel noch weiter, weil wir fast alle weiter wohnten, gefahren. Und ich muss sagen, es war alles so, dass rechts und links am Straßenrand die Zuschauer standen und haben geklatscht und gejohlt. Und das war schon recht ordentlich. Und das macht schon Spaß. Und dann weiß man auch, normalerweise habe ich immer gesagt, wir spielen für unsere Zuschauer. Aber sie haben uns das auch zurückgegeben, das muss ich sagen. Aber hier in Riesa, die ersten Jahre war auch schon, wenn man das gesehen hat und der Stadionsprecher dann immer durchsagen musste, zusammenrücken, es sind noch welche draußen an der Kasse. Dann saßen am Bürgergarten oben schon auf den Dächern drüben, auf der Kolonie, auf den Dächern oben draußen. Und war schon fantastisch. Und dann haben sie immer öfter durchgesagt, wurden welche im Stahlwerk gesucht, die Schicht hatten, die waren dann irgendwo auf dem Sportplatz, die wurden aber dringend drin gebraucht. Kamen öfter mal durchsagen bei solchen Geschichten.
Da gab es immer die Regelung, da sollten wir 20 Stunden in der Woche ins Stahlwerk gehen und den Rest. Und das alles, das ist ja glatte Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich in einer Klasse spiele, die Fußballclubs, die trainieren die ganze Woche und wir gehen 20 Stunden in der Woche arbeiten. Das hat ja nie einer eingehalten dann am Ende. Aber solche Reglementierungen waren angedacht, um uns wahrscheinlich auch immer klein zu halten. Zwickau hat wahrscheinlich mal, wo sie da im Europapokal gespielt haben, die ein bisschen aufgeschreckt. Und das wollten sie eigentlich gar nicht, dass aus einer BSG irgendwie da oben jemand mitspielt. Der Arbeitsalltag sagt, die ersten Jahre, also ich sage, ich rede nur in der Zeit 73, 74, musste die Mannschaft noch 2 Vormittage arbeiten gehen. Meistens montags und donnerstags oder freitags, weiß ich gar nicht mehr genau. Und wir hatten auch teilweise immer 4, 5 Studenten, die hatten dann also ihre Studienzeit unten in der Fachschule. Und das war es an und für sich. Wobei wir wussten, dass kaum eine andere Mannschaft diese Arbeitszeiten nachging. Also wir haben dann auch das Ohr angelegt nach Aue, nach Zwickau und so weiter. Arbeiten geht bei uns keiner so als Beispiel. Wir mussten das im Prinzip nachweisen. Auch die Lohnzahlungen wurden bis nach Berlin nachgewiesen. Also es wurde zum Teil am Anfang überhaupt nicht bezahlt, was der Mann auf dem Fußballplatz könnte, sondern wie er qualifiziert war. Also dermaßen Unsinn. Ein Rungeberg, der dann leider verstorben ist, das war ein großes Drama bei uns, war ungelernt als Beispiel. So. Und da konnte der nur 400 Euro verdienen als Beispiel. Da haben wir den früh hingesetzt oder über der Mittagszeit weg mit einem Lehrer und der hat dort seinen Beruf nachgemacht während der Spielzeit. Das ist also alles Sachen, die eine Bevölkerung gar nicht weiß. So. Als Beispiel. Ich konnte doch nicht einen Mann mit 400 Euro, mit 400 Euro Ostmark bezahlen und in Wirklichkeit war es der beste Mann auf dem Fußballplatz. Also das war. Anfang war das unmöglich, diese Regelung. Hier war ein Schämer, ich weiß noch, mit dem Niveau Stahlwerk, nicht jetzt negativ gesehen, aber das war so ein Niveau, was sich gehalten hat. Wir sind im Stahlwerker, ja, und da sind wir alle auf einer Ebene und da gibt es keiner höher oder tiefer. Und das hat eigentlich mehr gebremst als geholfen. Ja, ja, ich meine, wir haben ja in der Oberliga, wenn ich jetzt hier nachschaue, bin ich eigentlich stolz, was wir erreicht haben. Wo ich damals nicht immer zufrieden war. Ich wollte einfach mehr, aber mir war noch nicht ganz bewusst, dass es eigentlich gar nicht mehr ging, dass wir eigentlich schon viel geleistet hatten und auch mal absteigen mussten. Das war eben so, das lag am System und so weiter. Und deswegen waren unsere schärfsten Gegner eigentlich die Mannschaften, die mit uns gegen den Abstieg gekämpft haben. Aber es macht natürlich Riesenfreude, Mannschaften zu ärgern und gegen die zu gewinnen. Und da erinnere ich mich natürlich an ein Spiel ganz besonders, 1974, 10. Spieltag der Saison 74-75 gegen 1. FC Magdeburg, Europapokalsieger gegen Inter Mailand oder AC Mailand im Mai geworden. 10 Spieltage unbesiegt, kamen nach Riesa und verloren 3-1. Oder Dynamo Dresden, einige Siege mitgemacht. Das macht natürlich mehr Freude noch wie gegen Chemie Leipzig oder gegen Sachsenring Zwickau zu damaligen Zeiten. Aber das waren einige unserer Konkurrenten mit den anderen Aufsteigern, gegen die wir bestehen mussten und wo wir die Klasse halten wollten. Ohne dem Stahlwerk hätten wir das überhaupt nicht backen können, da oben zu spielen. Das merkt man ja, Aue zum Beispiel, Zwickau waren Riesenkombinate im Hintergrund, die das eigentlich finanziert haben. Von Arbeitsstellen her, wir waren ja eigentlich, wir haben es immer gesagt, die schwarzen Husaren. Wir wurden eigentlich bloß geführt, lange Zeit, als Angestellte oder Arbeiter und haben unser Gehalt eigentlich auf der BSG oben gekriegt. Anfangs mussten wir noch reingehen, da gab es ja noch Lohntüten ganz am Anfang, das kennen viele gar nicht mehr. Und ja, das lief ja alles über Stahlwerk, ohne dem Stahlwerk wäre das nicht möglich gewesen. Da sind wir teilweise hier runter ins Reifenwerk, in die Sauna gefahren. Und auch wo sind wir noch gewesen? In der Poliklinik unten, ja, das waren so Zeiten, wo wir selber noch keine Sauna hatten. Und das gehört eigentlich irgendwie dazu zur Regenerierung. Auch das Entspannungsbad haben wir in der Poliklinik unten drin. Das war ziemlich. Aber es war eben immer sehr umständlich und zeitaufwendig, immer diese Fahrten erst zu machen.
darunter und dann wieder zurück. Und gesundheitlich war man ja auch immer gefährdet, wenn man dann aus der Sauna dann im Bademantel zum Bus und die bewährten Badelatschen aus dem Stahlwerk, die jeder Stahlwerker getragen hat. Ich muss hier auch noch mal der gesamten Leitung des ehemaligen Stahlwerkes mein Kompliment und die Hochachtung aussprechen, ob das der Dr. Ansorger war oder auch später Herr Pfennig. Die Unterstützung war eigentlich immer optimal. Wenn man auch in Gesprächen mit anderen Mannschaften sich da verglichen hat, dann muss ich sagen, bis auf die Spielstätte Bürgergarten. Das war also bei den Spielern immer ein gefürchtetes Pflaster, das war ja ein Hartplatz und viele Ausweichmöglichkeiten gab es nicht. Aber ansonsten wurde dann während meiner Tätigkeit dieses Sozialgebäude gebaut. Wir hatten erst bloß diesen kleinen Anbau, das war natürlich miserabel, aber gegen alle Widerstände hat dann das Kombinat durchgesetzt, dass dieses Sozialgebäude, da hatten wir dann auch von der medizinischen Seite, das war ausgezeichnete Arbeitsetagen und mit Sauna und physiotherapeutischen Möglichkeiten, auch wenn ich Geräte empfohlen habe zu besorgen, die hierzulande zu bekommen waren, da gab es immer einen Weg. Wir hatten zuletzt zwei, manchmal sogar drei Physiotherapeuten an der Mannschaft. Also die Bedingungen waren im Prinzip gut, das muss ich so sagen. Je mehr Prominenz bei so einer Feier oder das Antwortet, das bekam also immer die damals Sekretärin über der Hand gereinigt. Die kannte sich dort aus und da das wunderbar ausgestaltet. Aber wenn der Direktor, der große Chef und noch der Abteilungsleiter und jener und ein paar geladene Gäste, dann war die ganze Veranstaltung zwar vom Niveau her hochgegangen, was man sonst nicht bekam. Also ein gutes Bier war ja schon zu der Zeit eine Sache für sich. Aber die Steifheit, dass die Fußballer sich nicht so benehmen könnten, die blieb bestehen. Also es war dann beim zweiten Bier ein bisschen locker und der Herr Lippmann steckte sich mal eine Zigarette an, was dann eine gewisse Provokation gegenüber dem Trainer sein sollte oder was weiß ich was. Ja, ich muss mal so sagen, das war ja Kult für DDR-Zeiten. Dass man sagen konnte, wo dann Leute auftauchten auf solchen Veranstaltungen, die man das ganze Jahr nicht gesehen hatte. Der Kern, der dort saß, der war eigentlich integriert, ja Tag für Tag. Und es ist irgendwo in der Phase dann schön gewesen, dass man eigentlich mitgekriegt hat, dass es ja auch noch Spielerfrauen gibt, dass es das und das noch gibt und dass die das eigentlich auch noch verdient hatten. Dass man mal untereinander sich ausspricht oder mal bei, ich sag mal nicht immer bis beim Bier oder was soll das ja nicht sein, sondern auch mal, sag mal, eine gewisse Ehrung kriegt für das, was man eigentlich geleistet hat. Ich glaube doch, dass über unseren Generaldirektor, der das veranlasst hat, dass sowas durchgeführt wurde, zu bestimmten Anlässen, Aufstieg oder Klassenerhalt und so weiter. Ich meine, da haben wir schon ordentlich gefeiert, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dann waren die Leiden des Stahl- und Walzwerks Riesa echt mit dabei und wir haben uns echt wie Kumpels unterhalten. Die Abschlussveranstaltungen und die Feiern, die wir hatten, die waren schon okay. Also die konnten sich sehen lassen. Auch die ganzen Veranstaltungen zwecks Abstieg, Aufstieg, beim Abstieg nicht so, aber wenn der Abstieg verhindert wurde und der Aufstieg erreicht wurde, dann haben die Generaldirektoren des Stahlwerkes sich nicht lumpen lassen. Also dann haben wir ordentliche Feiern gemacht. Das war ja auch was, wo man sagen konnte, für unsere kleine Stadt war es für mich immer schon beeindruckend, wie lange wir überhaupt in der obersten Klasse haben gespielt. Mit dem Umfeld, was wir hatten, wir mussten ja auch gute Leute in jungen Jahren immer abgeben an Dresden. Und was zurückkam, war ja nicht immer die erste Wahl, aber hat für uns und für das Kollektiv immer ausgereicht, in der höchsten Spielklasse zu spielen. Jeder Sportler ist auch froh und glücklich, wenn er mal woanders hin kann, was anders sieht und andere auch, ich sag mal, Erfahrungen macht. Weil mit dem bulgarischen Fußball, die uns ja in allen Belangen technisch dort völlig überlegen waren, was wir mit Kraft und Ausdauer kompensiert hatten, war das eigentlich für uns eine neue Herausforderung. Ja?
Und auf der anderen Seite ist es eben so gewesen, ja, wir fahren nach Bulgarien, aber wir hatten damals die DDR-Mark. Der Lever war, glaube ich, 1-4. Wir standen da mit leeren Taschen, mal ein bisschen ein kleines Andenken mitbringen. Das war schon, also, und vor allen Dingen, wir wussten, gewinnen war utopisch fast. Aus dem ganz, ganz einfachen Grund, alle ausländischen Mannschaften, auch im sozialistischen Lager, wenn die internationale Spieler hatten, kriegten Geld dafür. Wir haben für die Ehre von Steaua Riesa gespielt. Wirklich wahr. Manchmal hat man sich richtig gefragt, wenn sie mir denn die dumm, denen das Geld wegzunehmen, wir haben nichts davon. Das ist es. Aber da war man doch irgendwo auf der anderen Seite Sportler, wusste, warum man dorthin fährt und wollte sich ja auch irgendwie repräsentieren. Das ist ja ganz normal. Und nicht die Hosen voll kriegen und sagen, kann das untergehen. Ja gut, Auslandsfahrten waren für uns natürlich auch jedes Jahr, mindestens sagen wir, im Winter und im Sommer, natürlich nur nach der einen Seite, in Richtung Ost. Aber es hat trotzdem auch Spaß gemacht und ich muss auch sagen, das waren noch wichtige Spiele, weil die Fußballer, die dort in Polen oder in Bulgarien oder wo wir dort alles waren, die spielen, die sind schon echte gute Fußballer, man sieht das ja heute auch noch. Aber wir wollten unbedingt spielen, um die vorbereitenden Spiele zu haben. Man braucht ein gewisses vorbereitendes Pensum und wenn man das nicht hat, dann sieht die Serie schlecht aus. Bulgarien, Rumänien sind wir immer geflogen, Ungarn geflogen, eigentlich Tschechei war, Polen und Tschechei, wo wir mit dem Bus, mit unserem eigenen Bus gefahren sind. Ansonsten sind wir eigentlich immer geflogen und dann haben die Vereine, mit denen wir da, da hatten wir mit einem Verein von denen immer Kontakt. Ob das Steplitz war oder unser Hauptansprechpartner und die haben dann immer einen Bus gestellt und haben uns dann praktisch in der Zeit da rumkutschiert von einem Spiel zum anderen. Das war damals noch anders. Da gab es jedes Mal hinterher ein Bankett, ob das hier war oder bei denen. Mit jeder Mannschaft, gegen die du gespielt hast, gab es abends ein Bankett. Und dann gab es Geschenkeaustausch und. Das war, ja, das war noch irgendwie ein bisschen anders als heutzutage. Sicherlich war das anders aufgezogen. Die Auslandsreisen nach Bulgarien oder Rumänien, wo wir waren, teilweise in Jugoslawien war ich selber nicht mit. Das war natürlich attraktiv, dass man überhaupt mal die Ausländer oder das Schwarze Meer mal sehen konnte, ein Fußballspiel. Also das war nicht irgendwelches Fallobst, sondern das waren Oberligamannschaften in Polen, in Tschechien, Bulgarien. Das war ja auch dann im Prinzip eine sportliche Herausforderung. Also im Grunde genommen stand ja der Kader der ersten Mannschaft fest. Und wer dazugehörte, hatte da mitzufahren. Also man musste sich da nicht ganz besonders anstrengen. Außer nach Jugoslawien, da wurden die nicht verheirateten Spieler nicht mitgenommen, weil zuvor die Berliner Götze und Schlegel da auch über Jugoslawien das Weite gesucht haben und Herr Mielke da wirklich sensibilisiert war. Aber sonst musste jeder mit. Und unter anderem kam es wiederholt vor, dass Spieler, die damit auf Reisen waren, die gingen ja zum Teil 2 Wochen, gerade werdende Väter waren und dann besonders unruhig auf der Reise hin und her rutschten. Und es gab ja seinerzeit keine Handys. Also wenn dort, ich denke da Frank Schuster, ich glaube, da waren wir in Bulgarien, der wartete immer auf das Kommando, ja, bin ich dein Vater? Und jetzt hat er versucht, irgendwie anzurufen in Deutschland und das war also eine reine Katastrophe. Aber ansonsten haben diese Reisen schon, gerade auch die ständigen Aufenthalte in Teplitz, das Kollektiv richtig geformt. Dort waren sehr gute Trainingsbedingungen. Es war ja doch eine Wertschätzung der Sportart Fußball, dass man in dieser devisenarmen Zeit überhaupt reisen konnte. Damals noch diese super Reisebusse von Fleischer, unseren alten Stahlbus. Da konnte man schon zufrieden sein, mit dem konnte man schon gut reisen halbwegs. Da war auch schon der Platz okay, wenn man dann Richtung Polen gefahren ist oder so. War alles verkraftbar. Heutzutage gibt es da Sportvereine oder Mannschaften, die können nicht Fußball spielen, wenn das Umfeld nicht stimmt. Bei uns war das kein Thema eigentlich. Immer fast im Winter nach Polen. Das war
eins unserer schlimmsten Erlebnisse dort. Immer kalt, immer Eis, immer, also das war halb Sibirien. Immer. Wir hatten immer Pech auch in den Wochen. Selbst mit dem Ball dort Eis abgehakt wurde. Wir haben Dreher haben bei uns in der mechanischen Werkstatt die Aluminiumspitzen gedreht, dass wir überhaupt Halt hatten. Das waren Sachen, also die waren nicht gut. Vor allen Dingen, es ist ja so, wir hatten das auch schon mal Jahre vorher, wo wir in Gleiwitz gespielt haben, wo wir hinkamen und von Außengrenzen von Weiden bis zur Strafraumgrenze sehr hoch das Wasser stand. Und die Polen uns versicherten, wir spielen, völlig undenkbar. Dann kamen drei Jauchenquietschen, haben das Wasser runtergesaugt und wir haben wirklich spielen können. Ganz andere Gegebenheiten und alles. Aber es war ja auch so, diese Spiele wurden beim Fußballverband angemeldet, es war ein Riesenaufwand. Und das wäre dann mühselig gewesen, die ausfallen zu lassen. Da war der Aufwand zum Nutzen in ein viel zu hohen Verhältnis. Wa? Und deswegen hat man mit aller Macht versucht, solche Spiele dann auch durchzuziehen. Ja, das Spiel wurde dann irgendwie vom Nebenplatz noch ausgetragen. Das war, dort waren auch mal Bedingungen, oder einen Tag später, dass man dann versucht hatte, das irgendwie zu managen. Wa? Aber Lösung, ich sage, das Wort gibt es nicht, gab es jetzt in der Zeit nicht. Da wurde immer eine Lösung gefunden. Und da waren die Polen und das Bulgaren und die waren da alle auf derselben Linie. Wa? Denn es war ja irgendwie geplant und passte auch in den Trainingsrhythmus rein und war da irgendwie mit integriert, damit man eben, ich sag mal, auch weiterkommt. Da hat man alles unternommen eigentlich. Es gab immer in anderen Ländern Vorteile und Nachteile. So. In Polen war also gutes Einkaufen. Mir persönlich gefiel eine wunderschöne Kupferlampe, so wie es gab bei uns gar nicht. Die habe ich dann im Korridor gehängt. Und da war eben die Auslandsentschädigung, die man dort bekam, draufgegangen. Oder man hatte ein bisschen was zum Tauschen mitgenommen. Das war ja gang und gäbe zu der Zeit. In der Tschechei war es mehr Einkäufe im Lebensmittelbereich. Waren dort sehr attraktiv teilweise. Autoersatzteile Tschechei, auch besser wie bei uns. Und so wusste jeder, wo er ungefähr hinfischen wollte. Das war nebenbei, neben Fußball natürlich auch wichtig, ne, dass man da mal im Vormittag frei hatte und danach ging. Gerade in Polen, da war ja der Umtauschkurs dann immer sehr großzügig, sage ich mal. Die haben ja dann die Spieler, die wollten ja unbedingt unser Geld auch haben, wenn die dann wieder, die kamen, die wussten ja ganz genau, die kommen im Austausch dann ein Vierteljahr später, ein halbes Jahr später hierher. Und da haben wir mit den Spielern getauscht und haben wir unsere eigenen Kurse gemacht. Und dann hat sich das eigentlich auch gelohnt. Sachen, die es bei uns eben nicht gab. Und, ja, im Tablet haben wir immer viel Bier mitgenommen. Da haben wir die Bälle haben wir meistens in Polen gekauft, weil es preiswert war und bessere Bälle waren, als die wir hier zu kaufen kriegten, wenn es mal welche gab. Das war teilweise, im Winter war es eben immer schwierig, da irgendwelche Bedingungen vorzufinden, wenn man im Ausland rumgekauft ist. Die wollten aber teilweise immer spielen. Und dann wurden die Schuhe präpariert mit Nägeln unten und angefeilt, die Stollen, die Alustollen. Und ich muss sagen, dort sind natürlich gerade im Winter, das waren so ein Wintertrainingslager, wo wir dort öfter in Polen waren, da sind natürlich manchmal auf Plätzen, haben wir auch manchmal Spiele auf Plätzen gemacht. Naja, das war manchmal schon ein bisschen gefährlich, muss man schon sagen. Wir sind ja nie über solche Berge geflogen, weil wir immer in Richtung Osten geflogen sind, wenn wir geflogen sind eigentlich, was Richtung Rumänien war oder so, da waren ja keine größeren Berge dazwischen. Ne? Aber war schon beeindruckend, über die Alpen mal zu fliegen zu dem Zeitpunkt. War für uns schon eine schöne Sache, mal wenigstens nach Jugoslawien zu dürfen. Da gab es ein Partnerstahlwerk in Sisak. Und durch diese Beziehung ist auch dieser Fußballaustausch zustande gekommen, das kann ich mir vorstellen. So, die Details kenne ich auch nicht, aber wir sind ja in dieses Stahlwerk gefahren, wir haben dieses Stahlwerk besichtigt, wir haben in Sisak geschlafen, haben dann mal einen kurzen Abstecher gemacht an der Adria runter, aber im Grunde haben wir in Sisak auch gespielt und geschlafen. In Zagreb dann war es zwar nicht tragisch, aber für die Funktionäre bei uns, Klaus Lehmann zum Beispiel, hatte einen Treffpunkt nach dem Jobbing in Zagreb und mit einmal fehlten zwei Junggesellen, die sich aber nur verlaufen hatten, aber der Stress vorher war schon ganz gut. Interessant war schon, wie die Leute hier im Osten
versucht haben, alle abzuklopfen, um 100% sicher zu gehen, dass alle wiederkommen. War schon beeindruckend, was die da den Jungs aufgebürdet haben. Man musste, ich bin mir fast sicher, das waren fast 20 Seiten, die ich ausfüllen musste, um überhaupt mitfahren zu dürfen. Und ob die wahrheitsgetreu waren oder nicht, das ist die andere Seite. Aber die haben uns schon in unserer Zeit komplett abgeklopft. Also ich habe ja selber mir jetzt nach der Wende die Akten kommen lassen. Hatte 59 Seiten mit 5 Leuten, die in meiner ganzen Laufbahn eigentlich über mich berichtet haben. Das war schon beeindruckend, was sie da veranstaltet haben. Wir sind ja erstmal durch dieses Gebirge gefahren, im tiefen Schnee und durch die Nacht. Und wo wir unten ankamen, war Sommer. Das war schon sehr beeindruckend für uns. Das hat man ja so selber noch nicht erlebt, außer am Fernsehschirm gesehen. Ne? Die Mentalität der Fans oder des Stahlwerkers hat sich auch auf uns übertragen und so wurden wir auch eigentlich von den Trainern eingestellt. Also wir haben ja teilweise Spiele nicht gewonnen, weil wir technisch überragend waren gegen eine Clubmannschaft zum Beispiel, sondern weil wir kämpferisch eine gute Einstellung hatten zu der ganzen Geschichte und auch konditionell gut vorbereitet wurden in der Richtung. Ob das immer gut war, war dahingestellt, aber wir hatten eigentlich immer Kraft und teilweise manchmal mehr Kraft wie unsere Gegner, die technisch besser waren wie wir. Und das war auch eigentlich unser Erfolgsrezept und das haben auch der größte Teil der Leute erkannt und gesehen. Also wir waren keine brillanten Fußballer, die den ersten FC Magdeburg in Grund und Boden gespielt haben. Die haben in Riesa niedergerannt. Was mir natürlich in dem Film auch gut gefällt, ist natürlich nach dem Spiel, nach dem Aufstiegsspiel, wie der Herr Gutmann reinkommt, der gratuliert uns. Und wer sitzt neben mir? Mein Junge. Da wurde eins mit einer Kabine und der, wie gesagt, ich sag jetzt, das war nicht bloß dort, das war beim Interview. So was prägt natürlich einen Menschen. Ne? Und ich meine, nicht umsonst hat er dann gesagt, ich wäre Fußballer. Oder dasselbe wie mein Vater, Fußball und Computer. Ne? Wir waren mal in einem Trainingslager auch, wo das war, in dem Bütum unten, im Kohlenbott dort unten. Und da haben wir in Gleiwitze gespielt und führten zur Halbzeit 2-0. Da ging in der Halbzeit der Mannschaftsleiter von der gegnerischen Mannschaft mit einem großen Koffer zum Schiedsrichterkollektiv. Und am Ende hatten wir 3-2 verloren. Wirklich wahr. Ja, das war, dort ging es um Geld. Und jeder hat dort eigentlich mit drinne gehangen. Ne? Für uns völlig unverständlich. Wir hatten wirklich nur das Emblem von Stahl Riesa auf dem Hemd. Und das war's für uns. Punkt. Und ohne dass dort ein Kollektiv an uns sich gegenseitig versteht, geht gar nicht. Sag ich. Und da geht's schon los. Und wir waren gute Truppe, sagen wir so. Mit Mannschaftsleiter und Sektionsleiter. Naja, da wurde meistens auch hintelegiert. Das waren auch keine 100%igen Fußballer damals. Da ging es mehr um das berühmte Abzeichen am Jackett. Aber letzten Endes haben sie sich dann im Jahr integriert. Und auch war schon in Ordnung. Also dort kann ich keine Klagen ansetzen. Winter in Johann-Georgenstadt im Kinderferienlager. Da haben wir die ersten Jahre, gab es da noch keine Zentralheizung. Da hatten wir in jedem Zimmer einen Ofen und da war jeden Tag ein Spieler zuständig für die Asche rausschaffen und für die Feuerung, dass es dann hinterher warm wurde. Unter diesen Bedingungen haben wir angefangen. Aber es ging alles und wir haben es überlebt. Und die Leute haben sich also reingekniet. Ganz besonders Mobbel Schröder ist da geflitzt wie in besten Tagen. Und kurz vor Schluss stand es also 3-2 für Stahl. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber einer unserer Verteidiger machte dann so in der 89. Minute irgendeinen groben Schnitzer und plötzlich stand es 3-3. Und tatsächlich habe ich die Spieler oder einige Spieler in der Kabine weinen sehen. Und daran erkennt man, mit welchem Ehrgeiz die Leute dran waren, unbedingt wieder in die Oberliga zu wollen. Ich meine, das war das allererste Spiel. Und das hat sich dann also durchgesetzt, dass dann jedes Spiel ernst genommen wurde. Und ja, und dann haben wir es geschafft, dass wir Staffelsieger wurden. Und als Staffelsieger musste man sich mit den anderen Staffelsiegern dann, das war also Rostock, Dresden, Neubrandenburg, Chemie Leipzig auseinandersetzen. Und die ersten beiden stiegen dann eben in die
Oberliga auf und das war ein richtiger, reiner Durchmarsch. Auch die Aufstiegsspiele wurden gewonnen und das war eine wunderschöne Zeit, wenn man auch von weit weg wieder nach Hause fährt und man hat gewonnen.